Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Mania Legends an Tag 73 und ich habe, Glückwunsch, Element erhalten, Bauerndrache. Was? Was habe ich verpasst? Also, was, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe jetzt schon längere Zeit kein Dragon Mania mehr aufgenommen, deshalb bin ich null informiert. Mir wurde einfach nur gesagt von der Mariana Pinkside, von der lieben Mari, log dich ein und guck mal, da ist was richtig Cooles in Dragon Mania Legends am Starten. Und ich meine auch schon was gehört zu haben, was sehr stark mit YouTube involviert ist. Aber als allererstes habe ich einen Bauerndrachen erhalten. Diese Drachentrainer haben den Rekrutierungscode verwendet. Niklas und Emma und Drachenmeister 956558, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Glückssträhne, hol dir eine Marke und spiele Ottos Lotto für tolle Preise. Aber Otto ist doch der hier in dem Zeppelin. Moment. Neues Event, läuft noch 4 Tage. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich schaue als allererstes mal nach meinen Meldungen meiner Post. Danke Emma, Player, André, Player, Celine, Dominik, André. Helfe ich gerne, Dominik, Niklas, André. Jenny mal wieder dabei, Drachenmeister, Player, André, Niklas, André, André wird doppelt helfen, Player, Dominik, André, Drachenmeister, Drachenmeister helfen und Jenny ist wieder dabei und Player und Niklas und Dominik und ich glaube, ich höre einfach mal auf, das Ganze vorzulesen, das findet hier kaum Ende. So, ich habe den Minotaurus vom letzten Event noch erhalten, den muss ich noch platzieren, ich habe den Bauerndrachen. Warum ich den habe? Keine Ahnung. Ich bin gerade echt ein bisschen durcheinander. Wir schauen gleich mal eben in das Event rein. Als allererstes werde ich hier mir das Gold und die Beeren mal snacken. Und dann gucken wir uns mal alles ein bisschen genauer an. Und ich versuche mich mal auf den Stand der Dinge zu bringen. Also ich kann dir mal erzählen, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe mitgekriegt, dass Dragon Mania Legends aktuell eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat, bei der unter den deutschen Let's Playern der Julienko dran teilnimmt. Und Julienko ist ja der Partner von Bibi's Beauty Palace. Ich schaue die persönlich nicht, aber ich wohne ja nicht hinterm Mond. Ich weiß schon, wer ist. Und ich habe zumindest mitgekriegt, man kann denen irgendwas zuspielen. Fragt mich nicht was, irgendwelche Punkte oder so kann man denen zuteilen. Und welcher Let's Player am Ende die meisten Punkte hat, der kriegt dann so gesehen die Chance, dass Dragon Mania an seine Organisation, also jeder Let's Player steht für eine Organisation, und der gewinnt, der ermöglicht dann für seine Stiftung 25.000 Euro Spende, die Dragon Mania Legends zur Verfügung stellt. So in der Art habe ich das jetzt zur Kenntnis genommen. Ich werde als allererstes mal hier mein Ei schlüpfen lassen. Da ist ja dieser komische Kriegerdrache drin. Kriegdrache. Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich schon, oder? Da ist er doch. Das ist er doch, oder? Ja. Gut, den habe ich schon. Ich wollte schon meinen, ich war mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Dann können wir den nämlich verkaufen und dann habe ich gleich erstmal den Platz für das geschlüpfte Ei. So. Und jetzt gucken wir mal. Ich müsste theoretisch jetzt ein, oder habe ich das gemacht? Größe Energie- und Windelement mit einem Blitzdrachen. Das sieht mir nicht so aus. Habe ich das gemacht? Metalldrache? Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ist es das? Warum habe ich die beiden? Hä? Warum habe ich die beiden? Was habe ich denn da jetzt rausgezüchtet? Egal, wir werden es noch sehen. Den Bauerndrachen werde ich jetzt auch da platzieren. Der sieht ja als kleiner Drache süß aus. Der Hut ist viel zu groß. Dann habe ich die losgeschickt. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was habe ich denn da gerade für eine Kreuzung ausprobiert? Moment, die schicke ich noch nicht los. Machen wir nochmal. Du warst. Da. Wollt nach Wasser, Wind mit. Was ist denn der Regenbogendrache nochmal gleich? Wasser, Wind mit Banane. Nee, Banane kann ich noch nicht. Wo ist denn die zweite Markierung? Das
Zweite Markierung, zweite Markierung. Wo bist du? Hier ist sie nicht bei. Vielleicht hier? Na, da. Ach doch, mit Elektrowasser. Doch, dann habe ich die Zucht ja doch ausprobiert. Okay, dann war das ja tatsächlich Richter. Richtig, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Von daher, schade, probieren wir gleich nochmal. Dann werde ich mal eine Mehrbepflanzung beauftragen, bevor ich das vergesse. Und zwar die für 240.000 einmal. Und dann nochmal für 105. Dann haben wir, glaube ich, alle Farben im Betrieb. Und als nächstes schauen wir jetzt das Event an. Also, Tatzen zeigen. Wähle deinen Lieblingsdrachen. Oh, wähle deinen Lieblingsdrachen aus. Spiele das Spiel, um goldene Tatzen zu gewinnen. Benutze deine goldenen Tatzen, um für eine der bedrohten Arten zu wählen. Am Ende des Events gewinnt der Drache mit den meisten goldenen Tatzen. Der Gewinner wird dann zu einem züchtbaren Drachen im Spiel. Sammle Gold ein. Nein, und das habe ich schon getan, alles. Oh, ich hätte mir das echt vorher angucken sollen. Sammle Gold ein, wenn die Markierung über deinen Habitaten erscheint. Gib deine goldene Tatze rechtzeitig aus. Du kannst nichts davon behalten, nachdem das Event vorüber ist. Sammle Futter. Sammle Früchte wie Sauerzapfen oder andere wertvolle Arten. Züchte Drachen. Gewöhnliche Drachen einer, ungewöhnliche und so weiter und so fort, bis hin zur legendären Drachenzucht 600. Füttere Drachen. Da kriegt man auch nochmal Tatzen. Und erbrüte Drachen aus. Das gibt auch noch Punkte. Gewinne Schlachten. Für jede gewonnene Schlacht gibt es auch nochmal 4. So, bring mich dorthin. Auf das Schlachtfeld. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich schauen. Die Drachen. So, genau. Aha, da haben wir es doch. Das ist Julienko. Der tritt an. Schade, das kann man hier gar nicht sehen, oder? Nee, hier kann man sich nur den Drachen angucken. Der ist aber auch süß, ne? So ein Gorilladrach ist auch witzig. Ist auch süß. Die deutsche Community geht richtig ab. Guckt euch mal die vielen Tatzen an, die er schon gesammelt hat. Wir haben ja auch durchaus amerikanische YouTuber bei. Aber er ist mit Abstand der am meisten, ja, gewotetste gerade. Ich denke mal, das liegt auch eben an der Reichweite auf dem deutschen Raum. Und weil Dragon Mania ja in Deutschland auch recht beliebt ist und auch in den, ich glaube, Top 10 der beliebtesten Apps überhaupt. Und komm, wir besuchen den jetzt einfach mal. Das ist Julienkos Dragon Mania Spiel. Und da ist der berühmte, legendäre, ich weiß gar nicht, wie der hieß, habe ich gerade gar nicht geguckt. Das ist ein Busch. Ist das Weihnachtsdeko hier drumherum? Schneemann? Okay. Ha. Oh, Moment. Verzeihung. Ich bin momentan nicht so fit. Ja, er hat ansonsten nichts stehen, weil so wie ich das Event verstanden habe, wie gesagt, Julienko steht für eine Organisation. Ich blende das gerne auch nochmal ein, für welche denn der Julienko antritt. Und er spielt Matches gegen andere YouTuber. Also er duelliert sich mit den anderen teilnehmenden YouTubern mit diesem legendären Drachen. Und dadurch werden dann auch nochmal Punkte erspielt, die dann am Ende zu, ja, einem Gewinner führen. Und da wird dann eben Geld hingespendet. Ein sehr cooles Event. Ich bin mal gespannt. Es sieht ja glatt so aus, als würden wir diesen, ja, Julienko-Drachen irgendwann dann bekommen. Ups, jetzt bin ich hier auf den alten Mann gekommen. Aber, oh Gott, ich muss unbedingt mal anfangen, dann die Tatzen zu sammeln. Was sagt denn meine Gilde dazu? Ja, neues Event ist cool. Züchtet ein paar Mal Nebel. Um was? Vielleicht braucht er was. Ach, überall diese, immer diese, seht ihr das? Immer dieses, wie sagt man so schön, da ist dieser Schutzfilter immer drauf, dass man Sachen nicht ausschreiben kann. Das ist voll doof. Das ist voll doof, meine ich. Okay, aber nichts Wichtiges an sich. Also, ich habe jetzt nichts Großes verpasst. Ich würde sagen, hier mache ich erstmal eine kurze Unterbrechung. Wir machen in der nächsten Folge auch nochmal weiter. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar Tatzen noch die Tage einzusammeln bekomme. Damit man vielleicht eben auch noch das, ja, Event ein bisschen genauer sich anschauen kann, wie man sich das vorzustellen hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich zu eurer Friendliste adden wollt, dann, oh Gott, nee, hier sind ja alles meine Freunde.
Dann müsst ihr einmal diesen Rekrutierungscode bei euch eingeben am Leuchtturm. Oh Gott, jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Müsst ihr diesen Rekrutierungscode eingeben, dann könnt ihr mich zu eurer Friendliste adden. Und ihr profitiert dann in Form davon, dass ich euch dann immer diese Energieruhen zuschicken lasse. Und natürlich kann auch jeder gerne in unseren Clan rein. Der heißt Jivijun. Wir sind 5 Mitglieder, also eine sehr überschauliche Zahl. Bis zu 20 Mitglieder kann man können in den Clan rein. Der Clan wird geführt von Mariana, also einmal hier. Ich bin da jetzt auch nur normales Mitglied drin, obwohl der Clan halt so heißt wie ich. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, da wurde extra für mich eröffnet und ihr müsst mal nach dem Clan Jivijun suchen. Dann könnt ihr gerne auch dran teilnehmen und dazu joinen. Umso mehr wir sind, desto schneller erzielen wir dann auch entsprechende Fortschritte. So, und jetzt mache ich erstmal eine kurze Unterbrechung und ich werde mich nochmal ein wenig informieren. Ich sage bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.